Und damit willkommen zu einer Special-Episode von meiner Viewer-Wrestling-Show. Diese Folge gibt es einiges an Matches, denn eigentlich hatte ich geplant, einen World Cup in den nächsten Wochen zu starten, in dem alle, die sozusagen aktuell erstellt sind, gegeneinander in der Liga gegeneinander antreten. Das Problem war aber, da jetzt das nächste Spiel schon rauskommt im März, lohnt es sich nicht mehr, diesen World Cup zu starten. Deswegen habe ich mir gedacht, ich lade euch einfach alle Matches, die wir bis jetzt haben, weil da echt gute Matches dabei waren, einfach mal hoch und ihr könnt die euch trotzdem anschauen, so als kleines Special. Und dann gibt es dann, sobald wir irgendwie mal ein bisschen Platz und Zeit haben und alles, dann den World Cup irgendwann später und wahrscheinlich dann auch mit ein paar mehr Teilnehmern, weil dann schon ein paar neu dazugekommen sein werden. Okay, ich denke, ich habe alles erklärt und ihr habt alles verstanden hoffentlich. Und ich würde sagen, wir legen jetzt direkt los mit der Special-Folge mit den World Cup Matches. Und damit willkommen zum ersten Spieltag am Best of the World Cup. Und heute Spieltag Nummer 1 und das Match Nummer 1. Banjo beginnt hier den ersten Tag. Und er hat einen Gegner, den ihr vielleicht nicht so erwartet hättet, hier in dem Match zu sehen. Denn sein Gegner wird niemand Geringeres sein als der Chef persönlich. Als, ja, die rechte Hand von mir selbst, als der Gegner von Prayed. Ja, Junosch steht im Ring gegen Banjo heute. Und das nenne ich erstmal ein erstes Match für so einen Cup. Ich bin gespannt, wer sich hier die ersten Punkte sichern kann. Und damit geht's los. Junosch gegen Banjo, das erste Match des Spieltags. Und Banjo wird gleich ausgekontert. Clothesline wird auch gleich ausgekontert. Und schöne Jumping Clothesline. Banjo mit dem Suplex gegen Junosch. Und jetzt gibt's hier Stomps auf die Brust von dem Chef. Das gefällt ihm wahrscheinlich nicht so sehr. Banjo muss hier aufpassen, was er macht. Am Ende wird er noch nicht gefeuert. Jetzt geht's über so das Dingseil. Und was hat Banjo denn jetzt vor? Banjo mit dem DDT auf den Apron. Und jetzt gibt es einen Punch oder das Takedown. Und in die Armbar. Armbar gegen Banjo. Muss er aufgeben? Und er kommt nochmal raus. Und antwortet mit ein paar Schlägen hier direkt ins Gesicht. Und oh, Takedown auf die Seile. Und jetzt gibt es die nächste Clothesline. Und noch eine. Und rollt hier durch gegen die Seile. Und Jumping Clothesline gegen Banjo. Direkt im Pin. Eins, zwei. Und Banjo kommt nochmal raus. Was hat Banjo? DDT gegen Junosch. Und direkt in den Pin. Eins, zwei und der kommt nochmal raus. Banjo kurz davor, sich die ersten Punkte zu sichern, kann es aber nicht beenden. Und jetzt direkt Comeback von Banjo, zweite Clothesline. Und es geht in die Ecke und da fliegt er einfach an. Und Takedown, jetzt gibt es wieder Punches auf dem Boden. Banjo Enziguri gegen Junosch. Dass der Chef hier auch alleine rausgekommen ist, wundert mich fast ein bisschen. Vielleicht möchte er in seinem ersten Match überhaupt mal zeigen, was er drauf hat. Es kommt hier zum Pin. Eins, zwei und Junosch kommt nochmal raus. Oh, was für eine Schlagkombo jetzt auf einmal. Wo kommt denn die her? Und Takedown. Und es geht in die Armbar. Armbar gegen Banjo schon wieder. Rope Break. Und jetzt gibt es den Pin nach der Armbar. Eins, zwei und drei. Und Junosch holt sich hier den Sieg. Eiskalt Banjo besiegt. Aber am Ende kann sich Junosch durchsetzen und sich die ersten Punkte in diesem Cup sichern. Und ich würde sagen, wir schalten direkt rüber ins nächste Match. Und weiter geht's mit dem Best of the World Cup. Jetzt Bäschi gegen Minoriks. Und da kommt Minoriks. Die beiden hatten ja schon mal ein Match. Minoriks ist bereit, sich hier seinen ersten Sieg im Best of the World Cup zu holen. Minoriks fängt direkt mal mit ein bisschen Chain Wrestling an. Bäschi muss gucken, dass er hier mithalten kann. Die beiden hatten ja schon mal ein Match gegeneinander im Main Event, ich glaube der zweiten Episode. Das war ein Banger. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, schaut euch das Match auf jeden Fall an. Damals noch für den Short Title. Minoriks hat seitdem leider den Titel schon verloren. Sind jetzt hier außerhalb des Rings, jetzt geht's aber zurück. Und jetzt Minurix mit der Power Bomb gegen Bashy. Und Bashy mit einem DDT auf den Apron. Bashy fängt jetzt hier an mit einer Kick-Combo auf den Kopf, der gerade eben schon verletzt wurde, Clothesline. Bashy möchte hier da nicht lange warten, setzt hier direkt seinen Clash an. Bashy Clash. Eins, zwei. Und oh, Minurix kommt nochmal raus. Minurix ist wieder auf den Beinen. Schickt jetzt Bashy in die Seile. Und nach oben. Und Superkick. Und jetzt schnappt er sich Bashy hier in die Powerbomb Position. Running Powerbomb. Schnappt sich jetzt Minoriks und Brainbuster. Minoriks muss sich hier kurz rausrollen, muss verhindern, dass er im Kopf noch mehr Schaden hinzugefügt wird. Aber Bashy sollte ich auf jeden Fall nachlegen. Und schickt Bashy gegen das Ringseil und antwortet mit dem Dropkick. Oh, was ein Kick aufs Gesicht. Und das beginnt auch schon wieder das Bluten in Bashys Gesicht. Aber vielleicht muss er das gar nicht so lange mehr in diesem Match aushalten. Minoriks hier mit seinem DDT. Und eins, zwei. Und oh, der Kickout von Bashy. Bashy, schöner Inverted DDT, kann jetzt hier endlich wieder zurück ins Match kommen. Und oh, der Calf Crusher. Der Calf Crusher, das könnte dem Fuß ziemlich schaden. Muss hier Minoriks austappen. Und Minoriks gibt nicht auf.
diese Szene hatten wir bereits schon in ihrem ersten Match gehabt. Schönes Callback hier. Bayashi springt und hittet den Phenomenal Forearm. 1, 2 und 3 und Bayashi holt sich hier den ersten Sieg im Best of the World Cup. Und damit geht's weiter mit dem World Cup Match Nummer 3 und Stunner von Sass ist direkt 1, 2 und Malte kommt raus. Und es gibt den Six-Sack von Malte. 2 und Sass kommt auch wieder raus. Und jetzt gibt's von Malte einen schönen Elbow Drop. Malte aktuell ja noch der Short Champion. Und was ein schöner Suplex von Sass. Und jetzt hat Sass Malte hier auf Dings und Sideslam. Sass hier auch schon wieder. Malte auf die Schultern, schöner Gutbuster. Und Malte kann jetzt aber wieder stehen, die DDT, in einen Neckbreaker. Oh, Sass hat Malte, schöner Neckbreaker. Und es gibt den Pin. 1, 2 und 3 und Sass holt sich hier den Sieg gegen Malte. Aber damit kann sich Sass seinen ersten Sieg in dem World Cup holen. Und der erste Spieltag geht weiter. Hier kommt der erste Competitor vom nächsten Match. Raid PD. Und das ist doch mal schon mal ein cooler Shot hier vom Entrance des nächsten Teilnehmers. Und das ist niemand geringeres als Blocky himself. Hier kommt er rausgelaufen. Er ist ja aktuell Short Champion. Also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und er nimmt diesen Titel natürlich auch noch mit zum Ring. Dieses Turnier findet natürlich über mehrere Tage statt. Deswegen nicht wundern, falls sich mal irgendwelche Titel ändern sollten. Aktuell ist Blocky der Champ. Und jetzt gibt's Mod Blocky gegen Raid. Let's go. Raid direkt versucht hier den Kick in den Bauch zu landen. Blocky kontert aber Powerbomb. Und es gibt den Neck Breaker. Und direkt danach den Suplex von Blocky. Der ja in einem Elimination Chamber seinen Titel gewinnen konnte. Und das war auf jeden Fall schon mal ein Statement. Jetzt hat er hier einen Raid auf den Schultern. Und oh, schöne Kick-Kombo. 1. Oh, und es hat nicht mal mehr bis 1 gereicht. Und oh, Raid wird übers oberste Ringseil gehauen. Und kann sogar direkt die Hurricane Runner setzen. Apron DDT für Raid. Aber sie sind schon wieder zurück im Ring. Und Raid steht auch schon wieder. Was ist es das jetzt hier? Schöne Bomb von Blocky. Oh, aber Raid steht schon wieder. Und Blocky schnappt sich gleich mal Raid in diesem Inverted DDT Power Slam. Und jetzt möchte Blocky hier gleich mit seinem Finisher nachsetzen. Geht hier aufs Top Rope. Oh, ich glaube nicht, dass das sein Finisher wird. Oh, 450, Corkscrew 450 oder wie auch immer. Und es kommt direkt der Pin. Der Schiedsrichter braucht zu lang. 1, 2. Oh, Raid kommt nochmal raus. Das war die Sekunde, die der Schiedsrichter zu lang gebraucht hat. Und es setzt aber nach in Security Hurricane Runner. Und jetzt gibt es hier nochmal ein Elbow und das bringt Raid erstmal zum Bluten. Und direkt danach der DDT für Blocky zum Beenden. Er hebt ihn jetzt auch hier wieder auf seine Schultern. Gefolgt vom Kick. 1, 2. Oh, was? Raid kommt nochmal raus. Jetzt reicht's Blocky schon wieder auf den Top Rope. Jetzt aber 630 und er sitzt. 1, 2. Oh, was? Raid kommt nochmal raus. Und noch ein 630. Jetzt aber. 1, 2, 3. Ich dachte schon. Blocky hier mit seinem ersten Sieg im Turnier. Und wir sind schon bei der Hälfte des ersten Tages des Best of the World Cups. Teilnehmer Nummer 1 kommt jetzt gerade hier zum Ring. Und das bin ich selber. Und mein Gegner. Vorheriger Short Champion. Und jetzt versucht er hier im World Cup etwas zu reißen. Mimso kommt zum Ring. Und es geht los mit dem nächsten Match hier im Best of the World Cup. Wer von den beiden kann sich hier schon mal gut etablieren? Sit-Out, Chokeslam-Bomb. So beginnt mein Match doch noch mal gut. Jetzt geht's raus für Mimso. Und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich jetzt hier vorhabe. Aber es sieht so aus. Oh, jetzt gibt's den Kick in den Bauch. Und ich glaube, ich weiß, was ich jetzt vorhab. Es gibt die Apron Powerbomb gegen Mimso. Und jetzt geht's weiter hier auf der Außenseite. Gegen die Barrikade. Und jetzt gibt's die Punches gegen die Barrikade. Das ist natürlich schlecht für Mimso. Und Suplex. Wir sind schon bei 7. Es geht jetzt zurück in den Ring. Und in die Armbar. Armbar gegen Mimso. Aber das ist viel zu früh im Match, das wird wahrscheinlich, ja, genau, Mimso kommt nochmal raus. Kann hier sogar mit einem richtig nicen Hurricane Runner kontern. Mimso jetzt, Snap Suplex gegen mich. Und, oh, Spinning Heel Kick. Und noch ein Spinning Heel Kick. Und noch ein Spinning Heel Kick. Aber jetzt Kick Up. Es geht wieder auf der Außenseite weiter. Und Hurricane Runner jetzt auch von mir. Schiedsrichter ist schon bei 6. Es sollte mal zurück in den Ring gehen. Oh, jetzt Mimso kann kontern, super Kick. Count bei 8. Swinging Neckbreaker. Count bei 9. 10. Und es ist ein Unentschieden. Das gibt's nicht. Und ich glaube, dieses Match zeigt, wieso dieser Best of the World Cup ganz besonders wird. Denn Bukterion 2.0 wird hier sein Match bestreiten. Sein erstes Match hier am ersten Spieltag. Und sein Gegner wird niemand geringeres sein als sein Chef, alias Bukterion. Und hier
ist der ehemalige World Champion, besser gesagt ehemaliger zweifacher World Champion. Bokterion kommt rein in seinem ersten Match überhaupt, was eigentlich um keinen Titel ist, habe ich das Gefühl. Und er ist bereit, er möchte, glaube ich, seinem Protégé ein bisschen was beibringen, mal schauen, ob es sich in diesem Match lohnt. Und das ist eben der Vorteil am Best of the World Cup. Jeder muss mal gegen jeden ran. Das bedeutet auch, solche Matches finden hier statt. Oh, rollt gegen die Ecke, durchgerollt und Suplex in die Bridge, der Pin. Eins, zwei. Oh, der Kickout von Bokterion. Er möchte seinem Chef auf jeden Fall zeigen, was er kann. Dropkick, aber jetzt kann Bokterion kontern. Ich habe schon darauf gewartet, dass der Konter kommt. Und jetzt gibt es die erste Kick-Kombo. Da muss ihm jetzt mal kurz gezeigt werden, wer der Boss ist. Und jetzt geht auf die Seile für Bokterion 2.0. Und schöner Suplex jetzt von Bokterion. Er muss jetzt hier auch mal tief in sein Arsenal greifen. Aber dieser Move funktioniert normal immer. Hebt sich jetzt hier Bokterion 2.0 hoch in die Black Mass. 1, 2, 3. Bokterion gewinnt. Nichts anderes zu erwartet. Und das nächste Match in the Best of the World Cup lautet Public gegen Newcomer Justus. Als erstes kommt hier Public. Konnte bis jetzt noch nicht so viel zeigen, hatte schon ein, zwei gute Matches, aber noch keinen einzigen Titel. Mal gucken, ob er hier sich Plätze sichern kann. Hier kommt eine Hälfte der Tag Team Champions, Justus. Und ich bin gespannt, ob hier in seinem ersten Singles Match er zeigen kann, was er kann. Und Public geht direkt aufs Top Rope und zeigt hier einen 450 gegen Justus. Und wie ihr oben rechts seht, gibt es ein 10-Minute-Time-Limit. Das hat sich nämlich der gute Public gewünscht. Er hat gesagt, wenn er diesen Newcomer nicht innerhalb von 10 Minuten besiegen kann, dann möchte er auch den Punkt nicht haben. Deswegen hat er sich das gewünscht. Jetzt gibt es hier von Justus einen DDT. Und jetzt gibt es die Punches in der Ringecke. 9 Schläge, 10 Schläge. Oh, Public nimmt Justus auf die Schultern, trägt ihn jetzt hier in die Mitte des Rings. Schmeißt ihn in den Apron rein. Und jetzt gibt es den Sleeper Hold gegen den Kopf von Justus. Der ist schon einiges geschädigt. Aber es gibt den Rope Break. Justus kommt nochmal ins Seil. Und oh, der Takedown. Jetzt gibt es die schönen Schläge unprotected auf den Kopf von Public. Jetzt geht's aus dem Ring raus. Und ich glaube, ich weiß, was Justus hier vorhat. Er springt über die Top Rope und trifft Public perfekt. Und jetzt gibt es einen DDT auf der Außenseite. Justus hat hier Public on top. Schöner White Noise. Der Schiedsrichter ist schon bei 6. Sie sollten mal zurück in den Ring. Und genau in dem Moment schafft es Justus, Public zurück in den Ring zu schicken. Behaltet die Uhr im Auge. Wir sind schon nur noch bei 6 Minuten 30. Swinging Neckbreaker. Public läuft langsam die Zeit davon. Und was macht Public jetzt hier? Oh, das schadet dem Rücken sehr. Guter Move von Public hier. Boah, Big Boot von Justus. Und der bereitet sich hier vor, um das Match zu beenden. Und es gibt wohl den Future Shock DDT in den Pin. 1, 2, 3. Und Justus kann sich seinen ersten Sieg hier direkt im Turnier holen. Public war wohl ein bisschen zu voreilig. Und damit geht's weiter mit dem nächsten Match am ersten Spieltag. Der erste Teilnehmer in diesem Match, Star Trek. Und ihr Gegner wird niemand anderes als Nico sein, früherer World Champion. Und hier steppt er jetzt aus dem Feuer. Warum auch immer er hier so einen epischen Entrance braucht, aber er wird der Gegner sein. Mal gucken, wer von beiden am Ende der Sieger sein wird. Nico und Star Trek, es geht los. Und Nico direkt, der will gar nicht lange warten. Hammerlock, DDT gegen Star Trek. 1, 2. Oh, Star Trek kommt raus. Ich dachte schon, Nico gewinnt hier. Jetzt gibt es hier Ellenbogenschläger auf Star Treks Kopf. Kein guter Start hier für Star Trek ins Match. Und es gibt den nächsten Hammerlock, DDT. Aber was passiert jetzt? Irgendjemand versucht hier gerade Nico abzulenken. Irgendjemand versucht hier Nico abzulenken. Ich weiß nicht, was der Sinn davon ist, aber Star Trek wird es natürlich sehr interessieren, aber Nico kann auskontern. Irgendjemand hat jetzt hier versucht, Nico abzulenken. Ich weiß nicht, was das soll. Jetzt gibt es hier den Pin, aber es bringt Star Trek nicht den Sieg. Entweder Star Trek hatte da irgendeinen bösen Plan, oder Nico wird hier von irgendjemandem versucht, zum Verlieren zu bringen. Double X-Handle jetzt hier. Und es geht in den Arm. Drag. Oh, die Submission ist an. Submission ist eingeloggt, kommt Star Trek hier nochmal raus. Ich denke schon, der Arm wurde noch nicht so sehr verletzt. Ja, sie kommt nochmal raus. Rollt hier Nico weg. Und Star Trek, oh, schöner Atomic Drop. Böse, böse gegen Nico jetzt. Und jetzt gibt's gleich den Kick hinterher. Und Star Trek jetzt in der Suplex Position mit Nico, hebt ihn hier auf Seil drauf. Oh, nach der Ablenkung hier von irgendwem konnte Nico jetzt seitdem nicht mehr wirklich zurück ins Match kommen. Nico steht bereit. Oh, lol. Schöner Kick jetzt hier gegen Star Trek. Noch nie gesehen. Was ein geiler Move. Der hat ja richtig gesessen. Eins. Oh, Kickout. Und Antwort mit der Luthers Press. Und jetzt gibt's die Schläge.
Oh, das ist böse. Star Trek jetzt mit den Seilen am. Mit den Beinen auf den Seilen. Oh, ist verboten. Irgendwie Star Trek hier einen ganz anderen Stil als sonst. Nimmt sich jetzt hier Nico auf die Schultern mit ihrem Power Slam. Eins, zwei, drei. Wow. Was war das für ein Showing für Star Trek hier? Ganz ungewohnt, aber sie holt sich hier den Punkt, den sie gebraucht hat. Und damit kommen wir zum letzten Match des heutigen ersten Spieltags. Davoido wird heute antreten gegen Sassessi noch. Und falls ihr euch jetzt fragt, wo Prayed? Was? Wieso ist Sassessi schon hier? Sassessi ist schon lange hier? Ich weiß nicht mal, was der vorhat. Und er greift direkt Davoido hier auf dem Rampe an. Das ist unerwartet. Und ich weiß auch nicht warum. Aber egal, Scoop Slam von Davoido auf die Rampe. Und Davoido geht in den Ring. Und Sassessi ist da. Das heißt, das Match startet offiziell. Jetzt geht's los. Und direkt Belly to Belly von Sassessi zu Davoido. Eins, zwei. Oh, Davoido kommt raus. Ich dachte, das wäre das schnellste Match überhaupt geworden. Schlauer Move von Sassessi auf jeden Fall direkt mit dem Hurricane Runner hier. Ja, Sassessi wollte hier mal ein bisschen böse spielen, um hier mal ein bisschen die Taktiken zu nutzen. Dropkick jetzt gegen Davoido. Der kassiert jetzt ziemlich. Und jetzt kann Davoido mal kontern. Und schöner Armdrag. Und was hat Davoido jetzt vor? Legt sich Sassessi aufs zweite Ringseil. Ich denke, er wird jetzt hier einfach mal kurz drauf springen. Das schadet natürlich sehr dem Hals von Sassessi. Das hat ihm nicht so gefallen. Und jetzt kommt der Back Suplex gegen ihn. Irgendjemand versucht hier gerade Davoido abzulenken, ne? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da der Plan ist. Davoido schaut, aber irgendwie kommt keiner. Und jetzt versucht Sassessi die Chance zu nutzen. Schafft's aber nicht. Irgendjemand hat jetzt gerade versucht, Davoido abzulenken, aber ich weiß nicht, wer es war. Insecurity hier gegen Sassessi. Vielleicht war es einer von Team Prayed. Prayed, maybe Raid, maybe Sassis. Es können so viele sein. Dropkick jetzt von Davoido. Und Standing Stomp. Davoido hat sich nicht ablenken lassen. Das ist auf jeden Fall sehr schlau von ihm. Schickt jetzt Sassessi in die Ecke. Und jetzt gibt es den Spike gegen den Ringpfosten und das tut weh. Eins, zwei, drei. Davoido holt sich den Sieg nach dem Spike. Wer auch immer ihn da versucht hat abzulenken, es wäre ihm fast gelungen. Aber er konnte am Ende noch schlauer sein. Und auch nach dieser hinterrücksten Attacke von Sassessi hätte ich fast gedacht, das wäre es schon. Aber nein. Davoido kann sich hier im letzten Match des ersten Spieltages nochmal richtig beweisen. Damit schließen wir den ersten Spieltag mit einem sehr guten Match ab. Das ist doch schon mal schön. Und Davoido holt sich seinen ersten Punkt. Und jetzt kommt es zu dem Heritage Rules Match. Public hat die letzte Woche verloren, möchte sich hier jetzt einen Sieg sichern. Prayed trat noch nicht ein einziges Mal an und es wird wie gesagt in einem Heritage Rules Match stattfinden. Ne? Was ist das? Das ist eigentlich recht simpel. Es funktioniert wie ein Boxing Match. Das heißt, es gibt vier Runden, jede Runde geht 5 Minuten und man kann gewinnen per Pinfall, Submission oder DQ und das Ganze. Also ein ganz normales Match eigentlich, nur dass es in Runden aufgeteilt ist und der Erste, der 2 Runden für sich entscheidet, gewinnt. Sollte keiner am Ende irgendwie 2 Runden gewinnen können. Es ist ein Unentschieden. Ich denke, es ist recht simpel. Ihr seht es auch im Match. Let's go. Und Prayed hat sich, denke ich, so nicht sein erstes Match in diesem Cup vorgestellt. Er ist aktueller Big Head Champion. Kommt jetzt hier zum Ring. Ich denke, er wollte eigentlich ein normales Match. Jetzt muss er hier so ein Heritage Rules Match machen. Mal gucken, wie er sich in diesem Match schlagen wird. Er konnte sich ja auch gar nicht vorbereiten. Und damit geht's los in der ersten Runde. 5 Minuten auf dem Timer. Sollte einer hier einen Pin schaffen, ist der Timer natürlich sofort vorbei. Und es geht weiter in die zweite Runde. Natürlich auch wichtig, hier mit dem Uppercut direkt Schaden zu machen, dass man in den späteren Runden den Vorteil hat. Public, Swinging Neckbreaker gegen Prayed. Und Public kontert aber auch wieder. Schöner Faustschlag ins Gesicht von Prayed. Flying Body wird abgewehrt. Und Kopfnuss. Gerade wollte ich noch sagen, langsamer Start in das Match, aber es geht schon ein bisschen mehr los. Public, oh, was ein Slap. Und direkt mit dem Ellbogen hinterher. Jetzt sind sie auf der Outside. Wichtig ist hier anzuerkennen, es gibt nur einen 5-Sekunden-Timer. Das heißt, sie sollten sich beeilen, wenn sie zurück in den Ring wollen. Und Prayed hier mit einer Gutwrench Powerbomb. Schiedsrichter ist bei 3. Prayed sollte jetzt zurück in den Ring, will aber nicht. Und Prayed geht zurück in den Ring. Und Leg Sweep jetzt hier vom Public. Und ein Arm Drag. Schickt jetzt Prayed nach draußen. Was hat Public denn jetzt vor? Läuft hier an. Und schöner Dropkick durch die Seite durch. Chokehold. Und jetzt gibt es die Slaps hier gegen Public. Und die nächste Gutwrench Powerbomb. Wir haben noch 2 Minuten in der ersten Runde. Und jetzt gibt's hier den Chokehold alias den Sleeperhold gegen Prayed. Aber der kann kontern. Oh, Prayed schnappt sich Public wieder in die Powerbomb. Public schickt Prayed in die Seile und schöner Ellenbogen. Und German Suplex gegen Public. Public versucht jetzt hier noch irgendwas hinzubekommen in den letzten 50 Sekunden. Aber Prayed kann hier wieder kontern. Aber Public kontert auch hinterher. Und jetzt gibt's einen schönen Leg Drop hier. Eins, zwei, drei. Public holt sich die erste Runde. Und damit beginnt die zweite Runde. Public konnte sich jetzt 20 Sekunden vor Schluss direkt nochmal einen sehr guten Sieg sichern. Der war wichtig.
wenn er jetzt hier die zweite Runde gewinnt, hat er das ganze Match schon gewonnen und kann sich seinen ersten Sieg im Turnier sichern. Eins und Parade kommt raus. Parade schickt Public in die Seile und kickt ihn oben drüber. Oh, Sleeper holt jetzt hier von Public. Und direkt, oh, das ist sehr schlau von ihm, geht jetzt hier auf die Rippen. Er hat ja gerade schon gegen Parade mal gewinnen können, aber Parade kommt hier raus. Frisst jetzt hier fette Punches von Parade, der ist jetzt sauer hier nach der ersten Runde. Parade nimmt sich hier Public hoch, Powerbomb Nummer 4. Lol, DDT von Public. Parade jetzt mit einem Neckbreaker gegen Public. Oh, was ein Enziguri. Und jetzt geht Parade in die Ecke. Geht auf Second Drop, Dropkick. Die Chance hier für Public, die letzten 50 Sekunden. Und es gibt wieder den Sleeper Hold. 40 Sekunden. Hält Parade noch durch. Und oh, Parade kommt nochmal raus. Parade will noch die letzten 20 Sekunden nutzen. Parade jetzt mit dem Running Bulldog. 10 Sekunden hat er noch. Eins, zwei. Oh, Public kommt noch raus und ich denke, damit wird die zweite Runde als ein Unentschieden ausgehen und wir gehen direkt in die dritte. Drei, zwei, eins. Die zweite Runde ist ein Unentschieden. Weiter in die dritte. Oh, was, eine Powerbomb noch von Parade? Das ist ja unfair fast. Die dritte Runde hat begonnen. Public hatte jetzt kurz Zeit zu verschnaufen, nachdem Parade ihn nach dem Ende der zweiten Runde doch noch weiter angegriffen hat. Und jetzt gibt's die Punches auf Publics Kopf von Parade. Parade jetzt mit der Gut Wrench Powerbomb, die hat er gerade schon gemacht. Nach der zweiten Runde, jetzt gibt's den Pin. Eins. Und der Kickout. Oh, Public. Oh, Parade jetzt auf der Außenseite. Und jetzt geht's gegen den Ringpfosten für Public. Oh, wieder auf den Apron. Public jetzt auf der Außenseite und mit dem Uppercut hinterher. Das ist jetzt gefährlich. Parade kommt zurück in den Ring. Und Parade holt sich jetzt die dritte Runde durch Countout. Sehr schlaue Taktik von ihm. Und damit ist es Zeit für die letzte Runde zwischen diesen beiden. Parade konnte sich gerade noch einen Punkt sichern. Das heißt, es wird jetzt in dieser Runde entschieden, wer von beiden sich den Sieg holen kann. Schöner Elbow jetzt hier von Public. Und Dropkick. Und es gibt, oh, schöner Kick. Das haben wir noch nie gesehen von Public. Es kommt direkt der Pin. Eins, zwei und drei. Und es reicht für Public. Und er sichert sich damit den Sieg in diesem Heritage Rules Match. Und damit seinen ersten Sieg in diesem Turnier. Und Parade verliert leider in seinem ersten Match in dem Best of the World Cup.